Hallo und herzlich willkommen zurück wieder in Mittelerde Schatten des Krieges in einem der größten Fights, die ich schon lange nicht gesehen habe. Ja, wir müssen jetzt Sauron besiegen. Ich habe das Gefühl, es hat gerade Szenenwechsel gegeben. Ich glaube, wir sind jetzt Celebrimbor und müssen ihn jetzt besiegen und ja, mal schauen, wie das jetzt wird. Ja, sind wir. Ach du Scheiße, was? Werde Zeuge der Macht der Galadriel. Ja. Boah, wie viel Leben hat denn der? Okay, einiges. Ja, da kann nicht viel machen, Sauron. Okay, jetzt kann er wieder was machen. Okay. Verdammt. Wollen wir sehen. Ah, verdammt. Ist nicht zu schnell. Was? Bett. Ist ein bisschen größer jetzt, ne? Okay, das sind alles immun. Kann ich, machen wir Schaden? Schaden, aber extrem wenig. Beuge dich dem Licht Galadriels. Krass, ey. Der Kampf ist ja krass. Wie? Macht sie genau, wenn ich es verhangen darf. Ich diene niemandem. Okay. Und jetzt? Oh, verdammt. Du wirst vernichtet. Verdammt, ey. Was? Geht das auch so? War krass. Oh, krass. Jetzt kommen wir.
Sauron und Celebrimbor wurden eins. Gefangen in einem ewig währenden Krieg. Ein flammendes Auge warf seinen Schatten über Mordor. Talion hatte Minas Morgul zurückerobert, doch sein Krieg war noch lange nicht vorbei. Die größte Schlacht würde er gegen den Schatten in sich selbst und den Turm im Osten führen, um die Dunkelheit zu bannen und die Welt der Menschen zu bewahren. Akt 4, der Schattenkrieg. Die Schattenkriege, mein Gott. Boah, ich habe gedacht, das Spiel wäre zu Ende. Ach du heilige Scheiße, das Spiel ist immer noch nicht zu Ende. Was kommt denn jetzt noch? Bin ich jetzt gespannt. Ob es da offen ist oder wie auch immer. Wow, wir haben einiges bekommen. So, die Schattenkriege. Der dunkle Wald läuft. Du hast den Hexenkönig besiegt und wurdest zum Herrscher von Minas Morgul. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Tote auferwecken und Ringgeist. Neue Herausforderung freigeschaltet. Kampfgruben von Minas Morgul. Schließt die Herausforderung ab, um die Verbesserung unwüste Realität für die Fähigkeit Tote auferwecken freizuschalten. Neues legendäre Ausrüstungsset Ringgeist Ausrüstung. Land der Schatten. Minas Morgul und die Festung von Mordor gehören dir. Allerdings hat die flammende Auge über Brandur dich fest im Blick und der Herr von Mordor schickt weiterhin starke Orks, um dich zu belagern. Feste deine Festung, erhöhe das Level deiner Gefolgsleute oder beherrsche die höherrangigen Eindringlinge und rekrutiere sie, um die Armee zu verstärken. Halte Mordor in einem Zustand immerwährender Konflikte. Nur so können die freien Völker mit der auf Ringkrieg vorbereiten. Der Krieg der Schatten beginnt. Oh. Warte mal, zuerst schauen wir mal, was wir im Inventar haben. Inventar. Also, Schwert. Was ist schlechter? Was ist das? Urweil. Belebe eine schlechte Stufe 40 wieder. Nackte Fußsoldaten haben eine Chance von 1% als Schwimmen vorbei, wieder blöd zu werden. Oh, krass. Ja, das ist die Frage jetzt, ne? Welche Vollklasse? Ach komm, was soll's? Eine Vollklasse-Fähigkeit. Minus 91 ist ein bisschen krass, aber. Da ein Strich den machen sollte. Stell 4 Gebiete her, wenn ein Hauptmann benommen wird. Würfe, was? Hammer, aufgeladene Würfe fügen 5 von Schaden zu. Ah nee, warte, wir haben, ich mach dich nicht sicher, sowas. Sowas haben wir hier. Bin ich jetzt bei mir untot? Seine Tischchef Rufe anwendet. Moment mal. Bei unserem. Hier war Verbesserung, oder? Nehmen wir hier natürlich, wenn wir es schon verbessern können. Boah, krass.
Ich muss sie nicht nehmen. Okay, jetzt war der Radius wieder weit. Oh, krass, ey. Das ist die Frage jetzt hier, ne? Warum ich das nehmen? Haben wir jetzt keinen Bogen mehr? Nein, haben wir nicht. Okay, dann Inventar. Dann möchte ich das nicht. Ich möchte schon einen Bogen haben. Ganz ehrlich, ein Bogen ist mir schon wichtig. Aber kurz. Okay. Gut, dann schauen wir kurz die Map jetzt an. Hey, ist ja echt krass irgendwie. So viel Neues, so viel anders. Sind immer noch diese Schlechte unterwegs. Jetzt sind neu die. Ja, die Dinger. Ich würde mal sagen, ich möchte mal eine von diesen Belagerungen spielen, die jetzt anscheinend hier herrschen. Was? Ein Hauptmann der Schlacht. Nee, warte mal. Schnellreise, Burg der Schneider. Moment mal. Z-Aufträge. Ja, hier haben wir jetzt natürlich was, ne? Belagerung. Drei Armee. Da wurde eine zerstört, ne? Markt. Episch. Nimm die mal. Stationieren. Oh nee, ich wollte gar nicht hier stationieren. Okay, ich glaube, ich muss einfach mal kurz mal ändern. Der Ort, das Ort des Geschehens. Also, nochmal. Ah, nochmal so. Z. So, Blago, Schnellreise 2. Ja. Müssen wir mal die Karte ändern kurz. Da muss ich die Belagerung aufhalten. Gleichzeitig kann man die anstürmenden. Ja, jetzt frage ich natürlich, wenn die, solange sie kleiner sind, dass ich oder gleich groß, kann ich sie schon übernehmen. Sollten sie aber stärker sein, geht das natürlich nicht. Böse mich verarschen. Kann ich irgendwie schnell dahin? Schnelle Reise. Ein Vorteil ist, dass es hier kein Lasequenz gibt. So, okay. Okay, und das Ganze fängt an auf dem. Da ziehen sie den Burg irgendwie. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Bei. Ich glaube, wir müssen da schon etwas ändern. Warte mal kurz, wir haben ein Problem, glaube ich. Ich glaube, wir müssen zuerst mal unsere Armee aufstocken. Moment mal, ich glaube, wir müssen zuerst mal ein paar Kisten kaufen, Markt.
Wir haben 44.000. Okay. Die können wir uns eh nichts kaufen, die auch nicht. Die gehen. Zauberwachsleute, ja, okay. Das ist, glaube ich, was wir brauchen jetzt, ja. Boost kann man nur mit echt Geld kaufen, okay. Ja. Kaufen 20 Kisten. Kann was zu tun jetzt wissen. Ich habe mir übrigens ein Level angepasst, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Bin nie sicher, was eigentlich besser ist, ob rot oder episch, okay. Ich glaube eh legendär sind gut, ne? Okay, der sieht schlecht aus, entflammt episch. Oh gut, legendär war gerade besser. Episch. Normaler. Episch, episch. Verflucht, okay. Episch. Bestienmeister. Episch giftig. Doch einige. Episch. Denn der kommt ja eigentlich nicht wirklich, ne? So da sind. Episch, ne? Episch, episch. Wir haben jedenfalls jede Menge Orks, um die Mauer mal zu füllen. 42, 41. Oh, zwei Riesen gleich. Episch, normal. Wenn wir der Folge nur mal vorbereiten, nächste Folge gibt es dann zum Kampf wahrscheinlich. Das sieht gut aus. Episch entflammt. Aber ich glaube, legendär kann man gar nicht aus den Kisten rausbekommen hier. Oh, ein weißer Cargo. Episch. So, episch. Und die letzte Kiste. Sehr schön. Einfach episch. So, gut. Hier auf dem Markt gehen wir jetzt. Gewöhnlich. Können wir hier mal schauen. Wir haben jetzt hier einige. Stationieren. Okay. Dann wird es jetzt hier zum Beispiel. Tut einmal alle einfügen. Man muss müssen aus denen natürlich wählen, noch zur Verteidigung. Wir können etliche weniger wählen als die Gegner. Leider. So, glaube ich, ist der letzte. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Was? Was habe ich jetzt gerade geklickt?
wieso werden Hartmann die nicht uns gehören weggehauen? Okay, wir haben noch zwei, die nicht uns gehören. Und vor allem, die haben eh keine Chance. So, warum ist hier mit der so angezeigt, aber neu ist, okay. Okay, wir haben noch einen, der die uns gehört. Da haben wir sie auch noch. Sehr gut, okay. Gut, das haben wir eigentlich alle. Das heißt, wir können jetzt eigentlich rausgehen. Und dann die nächste Folge, die Mission starten. Ich bedanke mich schon mal zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann starten wir nachher mit dem ersten Ringkrieg. Bis dann. Bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.